angefangen, Flav zu spielen. Durch die Videos, also jetzt ganz neu hast du wieder angefangen. Oder wie? Nice. Dann hoffe ich mal, dass du es nicht bereust. Link Leecher 3 und 4. Ja. Was für kreative Char-Namen. Zudem ist es auch noch ein Knight. Ist der erste Knight, den ich jemals bei Mammuts gesehen habe. Holy moly. Noch ein Grund, warum ich ungern mein Equipment verkaufe. Weil man dann immer nur die Realität akzeptieren muss, dass man weniger Geld bekommt, als man entweder reingesteckt hat oder als man es irgendwann mal gekauft hat. Aber wenn du es behältst und immer weiter benutzt und nochmal einen neuen Charakter machst mit dem gleichen Equipment, das Equipment wird dann nicht schlechter. Also wenn einfach so jeder Spieler direkt nach Release der Dungeons schon jeden Dungeon jeden Tag komplett solo machen kann, das wäre absolut lächerlich. Also mal schauen. Was bringt das Valentinstag-Event? Gute Frage. Sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Frustration, Schmerz, Hummer. Vieles. Aber kein Spaß. Wie heiße ich? Wie nennt mich meine Community? Uff, da gibt's viele Namen. Da wäre zum Beispiel ultra gut aussehend. Genie. Allwissender Meister. Mein Lord. Eure Lordschaft. Sire. König. Kaiser. Toxic Hit and Run Elementor. Die Liste ist endlos. Kannst dir gerne einen aussuchen. Larry. Meistens ist es entweder Styler oder Chris. Würde ich sagen. Sind die häufigsten. Natürlich müssen sie es halt, wie gesagt, attraktiv machen. Wenn sie einfach nur ein neues CS-Pad rausballern für 20 Euro, ist es ja nicht besonders attraktiv. Aber die Leute reden sich dann halt schön, indem sie sagen, ja, ich krieg ein neues, cooles Pad, das ich mir schon immer gewünscht habe, so ungefähr. Und 7 Buffs dort Release und Buff Pad Transi für nur 20 Euro. Das ist genau richtig. Dann noch zeitlich begrenzt, dass du Angst hast, Fear of Missing Out. Dass es das vielleicht nie wieder im Cash-Up gibt und dass du dann, wenn du es von anderen Spielern kaufen musst, viel zu viel zahlen musst. Also einfach reincashen ist ja nur ein 20. Ist auch noch so eine Hemmschwelle, eine niedrige. Muss nicht so viel aufladen dafür. Spart 15 Cash. Oh. Ja, aber ist ja egal. Wie gesagt, du verkaufst den Leuten Items, die sie eigentlich gar nicht brauchen, weil jeder hat ja ein CS-Pad. Vor allem müssen die Leute sich ja dann auch neue permanente Beats holen. Also eigentlich ist es komplett bescheuert, das zu machen. Du musst dir das Pad, du kaufst dir das Pad und dann brauchst du ja auch nochmal permanente Beats. Das ist komplett hirnrissig, sich das Pad zu holen. Nur weil man es haben will. Und 20, das sind gut 4 Döner. In welchem Jahr lebst du? 2010? Wo zum Teufel kriegst du 4 Döner für einen 20 heutzutage? Dafür kriegst du nicht mal 2. 4 Döner für einen 20. Bro lebt einfach noch im Jahr 2012. 4 Döner für einen 20 kriegst du nirgendwo mehr. Das ist dann wahrscheinlich entweder Ostdeutschland oder einfach nicht lecker. Ranzige Dönerbude auf der Autobahn. Also da wahrscheinlich auch. Na Moment, ich habe noch nie einen Döner auf der Autobahn gegessen, aber ihr wisst, was ich meine. Nicht jeder wohnt in Bayern. Uff. Das ist true. Und das ist auch gut so.
Weil Bayern ist nicht groß genug für uns beide. Twitch-Chat. Bayern ist nicht groß für uns. Twitch-Chat. Entweder ich oder ihr. Wir können nicht alle in Bayern wohnen. Heute Neidprüfung gemacht und denkst du bestehst? Durchgefallen. Durchgefallen, SpongeBob. Durchgefallen. Sobald ein dünner Mann deinen Vornamen und deinen Beruf kennt, sowie deine Bestellung, sollte man seinen Konsum überdenken. True. Nimmst. Also unverhältnismäßig viel Geld dafür ausgegeben. Und teilweise auch so richtig eklig in dem Büro. Hatte die einfach eine Schublade, die war einfach voll mit leeren Speziflaschen. Und die hat sie dann immer einmal im Monat runtergebracht und immer so 20 Flaschen in so einem Korb. Also, ey, die hatte halt legit ein fucking Problem, ey. Das war wirklich krankhaft. Also die hatte halt ein verdammtes Problem. Das ging halt über normalen Konsum weit hinaus. Die war krank. Beziehungsweise ist krank. Ich vermute mal, sie macht das immer noch. Die wird halt safe Diabetes kriegen. Und ja. Wenn sie es nicht schon hat. War sie noch bis Sonntag auf dem Herd. Und gestern habe ich ihn halt quasi wieder gesehen, wo ich mir dachte, oh Moment mal, damn, die Nudeln, die müssen wir jetzt weghauen. Die stehen da schon ein paar Tage. Und, ja, also ich habe quasi den Deckel aufgemacht, da habe ich noch nichts gerochen. Aber ich habe es dann in den Mülleimer gehauen und, boah, da kam mir so ein vergammelter Fleischgeruch entgegen. Das war wirklich das, also da ist es, ich habe fast gekotzt. Ich habe so den Topf, also so ein richtig kleiner Topf, also wie ein kleiner Teller. Also ein richtig kleiner Topf, also wirklich nur noch so, nicht mal ein Teller, es war eine richtig kleine Portion noch übrig, so ein ganz kleiner Rest quasi. Boah, es kam rein in den Mülleimer und dann kam so der Dunst von oben, wie das quasi im Untergrund gegart hat, quasi am Boden von dem Topf. Genau in dem Moment, wo du kriegst du so richtig, dass so, oh, ich esse nie wieder Fleisch in meinem Leben. Das hat so ekelhaft verwest und vergammelt gestunken, obwohl das echt, das waren 3 Tage vielleicht, also insgesamt vielleicht 5, aber so quasi 3 Tage, seitdem es quasi nicht mehr frisch war, sozusagen. Aber es war halt quasi Hackfleisch und ja, das, puh. Und das sogar im Winter, also ich meine, es ist ja auch nicht warm gerade, also nicht Sommer oder so. Das war, puh, das war echt disgusting, ey. Naja, das war richtig eklig. Er hat, ein paar Tage, nachdem das Semester vorbei war, so ein Ding per E-Mail geschickt, so ein Bewertungsbogen für Dozenten. Und hat so gesagt, er würde sich echt über gute Bewertungen freuen, weil ihm das sehr wichtig ist. Und er war auch hier auch saunice, das war mein Lieblingsdozent dieses Semester, mein zweitliebster Dozent insgesamt. War einer der wenigen, der kein absolutes Arschloch war. Einfach am Boden geblieben, der Boy. Und genau. Und hat auch nicht so ein studierter Fatzke, sondern ein echter Wirtschaftsprüfer, der quasi BWL lebt. Aber auf jeden Fall hat er quasi so einen Fragebogen geschickt und so, ich würde mich echt über gute Bewertungen freuen und da dann noch so einen Nebensatz gedroppt, so, und übrigens, die ersten Klausuren, die ich mir angeguckt habe, waren alle richtig spitze. Da kommen ganz gute Noten bei raus. So quasi, ihr bewertet mich gut und ich bewerte euch gut. Rigged. Ich habe den Fragebogen nicht ausgefüllt. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich habe ihn nicht ausgefüllt. Aber war eh anonym, also er hat keine Ahnung, ob ich ihn ausgefüllt habe oder nicht. Auch in Sport? Das ist ein Basketball. Das ist ein Fußball. Das ist ein Volleyball. Sie sind ein Arschloch. Kriege ich jetzt eine 1? Hallo, ich bin Achim, die drogenfreie Aprikose. Eins klebt meine Finger an jeder Spiritose. Ballerte Alkohol bis zur Narkose. Heute sind Drogen für mich Quatsch mit Soße. Ich habe jetzt ein Hobby. Bin an der Blockflöte. Ein Virtuose. Jugendhilfe stark gegen Drogen. Ist das real oder hast du das gerade ausgedacht?
Das ist zu spezifisch, das muss real sein. Rauche kein Weed, baller kein Speed, bin bei den Lehrern beliebt. Drogenfreier Swag, die Noten und Fleek, ich bin Experte auf diesem Gebiet. Not gonna lie, das könnte legit aus einem Money Boys Song sein. Not gonna lie. Wenn Money Boy am 1. April einen Song hochlädt, das könnte legit eine Line draus sein. Money Boy, 1. April. Money Boy, April Fool's Joke. Und dann diese Line. Kann man es theoretisch nicht. Außer man ist einer von ihnen, dann weiß man es natürlich. Einer von uns. Piep, piep, bup, 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 piep. Ich bin ein Mensch. Piep, piep, bup, bup, bup. Gute Nacht, Ghetto-Natter. Deshalb kennst du dich da so gut aus. Ich wurde erwischt. Piep, piep, piep. Selbstzerstörung einladen. Piep, 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 piep.